Moin Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2017 in Großbritannien, diesmal mit dem Virus, grüß dich. Ach jo, grüß euch Gott, ihr lieben Leute. So, da wollen wir noch mal gucken. Letztes Mal Rennen mega verkackt, ey, was läuft? Weil das kann. Ob das so gut ist, wenn du das kannst, ist eine andere Frage, aber... Alles wartet auf Virus. Nö, bei mir lädt's noch. Kann ich nicht ändern. Ja. Deswegen sag ich, alles wartet auf Virus. Ja, ich habe halt keinen Hybrid getriebenen Computer, so wie du jetzt. Hybrid? Nee, da ist kein E-Motor drin. Beziehungsweise kein Benzinmotor oder wie auch immer. So, dann wollen wir noch direkt mal gucken, was das Wetter sagt. Training bewölkt, Qualifying bewölkt und Rennen bewölkt mit Sonne. Oh, guck mal, hast aber Glück. Diesmal kein Regen. Ob Regen oder Sonne, ey. Ja, das ist voll die Wonne, du. schlechter Wortwitz. Incoming. So. Oh. Hab ein Glück. Oh, er hat Platz. Ach nee. Er hat doch keinen Platz. Nicht diese Strecke. Silverstone, Baby. Silverstone. Oh, der geht rein. Da geht schon gut los. Ich glaube, du solltest den Boxenlimiter anlassen. Dann machst du wenigstens keine Unfälle. Ach ja, das ist dieser scheiß langen Boxeneinfahrt hier. Das ist ja diese eine Strecke da, wo diese Kurven immer so ganz komisch. Ah, die Kurven finde ich nicht so schlimm. Die Boxeneinfahrt hier ist ganz grausam. Die Ausfahrt ist super, aber die Einfahrt, die ist zum Kotzen. Achso, liebe Leute, habt ihr schon die neuen Formel 1 Boliden gesehen, die präsentiert worden sind? Gut, alle sind noch nicht raus, aber ein paar. Sehen ja mal wieder echt schnieke aus, die Dinger. Ja, und ganz davon was ganz Neues, frisch dabei, Alfa Romeo. Jo, Sauber hat ja Hauptsponsor und so gewechselt, ne? Sieht richtig, also ich finde, sieht geil aus. Ja, sieht also nicht schlecht. Also die haben sich hauptsächlich damit befasst, im Ende der zweiten, also 2017 Saison, schon an den neuen Design zu basteln, auch fisch nicht schlecht. Na gut, der Red Bull, der sieht weniger nach Red Bull aus als so ein Camouflage-Tarnkappenbomber. Und da steht jetzt weniger Red Bull drauf. Da steht jetzt Aston Martin groß überall drauf. Also hat Red Bull wohl seine Dings ein bisschen abgegeben anscheinend. Ja gut, der Mercedes sieht so aus wie immer. Er hat sich ja nicht geändert, leider. Oh, der Ferrari ist ein bisschen dunkler geworden, weil also sonst... Der McLaren ist jetzt komplett orange. Und natürlich das allseits gehasste Halo, was ab der neuen Saison überall vorm Auto hängt. Die scheiß Sonne, die steht so niedrig, mein Gott. Ja, man muss sich erst richtig einfahren hier. Naja. Hier geht's echt von einer Kurve in die nächste. Und ausgerechnet, jetzt muss ich mir die Brille hoch. Rutscht mir die Brille runter. Yeah. Oh, musst du mit Klebstoff festmachen. Ein little bit Brit. Nee.
schön aus der Kurve raus beschleunigen in die nächste rein. Dann wollen wir nochmal gucken. Ja, Mollingen. Oh! Boxenstor. Komm rum, sehr schön, ja, ja, ja. Ja, hast du diese langgezogene Kurve, grausam. Ah, dieser Abschnitt hier, warte mal. Zweiter Abschnitt, der ist ein bisschen doof, weil du hier halt voll durchpacen kannst. Dann muss ich mal ein bisschen gucken. Ja, der ist, Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ja, jetzt kommt diese 10 Kilometer lange Boxeneinfahrt. Ach, die hasse ich ab wie die... Pest, Verwarnung rasender Boxengasse, alles klar. Oh, dass ich das mal von dir höre, du. Ja, ist ja nur eine Verwarnung, das ist jetzt nicht so tragisch, finde ich. Eigentlich wollte ich ja... Oh, der Virus hat sich... Oh, fünfter Glitz, nicht. Ja, was hat er jetzt schon wieder? Fünf? Ja, wir sind ja noch im Training. Ja, und das zählt auch fürs Rennen, mein Freund. Okay, hier ist Jeff, kannst du mich hören? Dieser Pisser. Gut, dass du heute gerade meine Kamera nicht siehst. Bei dir geht's. Nee, bin ich da, ich krieg ja auch nichts. Hat's bei dir gerade geklingelt? Ja, ja. Hab ich doch richtig gehört. Wieso, aber da steht ein LKW draußen. Hab ich nichts mit am Hut. Wahrscheinlich sollst du wieder irgendwas für jemanden annehmen. Ja, ja. Da zieht der blöde Alonso einfach rüber und ich wollte gerade vorbeiziehen, ey. Ja, jetzt will er mir noch einen Arsch wegdrehen, aber die KI ist der letzte Müll, ey. Das war der letzte Müll von Hermes. Ach, die flirten wieder. Anstatt dass sie bei dem klingeln, der das Paket kriegt, klingeln sie überall. Und bist du sicher, dass du nichts kriegst, ne? Ja. Ich greife meinem nackten Mann in die Tasche. So nackt siehst du gar nicht aus. Ey, sagt man so. Ja, mal im Reifen wechseln. Ach, Mann. Ich fahr aber nicht nochmal raus. Okay. Virus wieder auf Abwägen. Nö. Reicht. Besser geht nicht, das weiß ich. Geht nur noch schlimmer bei mir. Sei froh, wenn du vom Qualifying und vom Rennen noch ein, zwei Trainingsrunden hast. Wir haben jetzt so lange Pause gemacht zwischen den Aufnahmen Österreich und dem hier, dann ist das mal nicht schlecht, wenn man noch mal so ein, zwei Runden heizen darf. Sollten wir nicht noch mal tun, so eine lange Pause, das ist nicht so gut. Ach, Raikön, mach doch nicht wieder einen auf Schmidtchen-Schleicher hier. Von 20, da fahre ich ganz bestimmt nicht raus. Oh, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Diese Halbkreiskurve, die nervt. Da gibt es bestimmt auch viele Unfälle im Rennen, das sehe ich jetzt schon kommen.
Ja, hallo Gras. Ja, war ein netter kleiner Drift. Ja. Aus der Kurve raus in die nächste. Ah, dieses Nachlenken, das versaut einem jedes Mal ein bisschen was. So, auf Fett hochballern und ab geht's. Oh ne, die Kurve war nix. Der Perez ist irgendwie sehr langsam unterwegs, ey. Mal gucken, wo er sich nachher gleich platziert. Man merkt, die KI ist jetzt nicht unbedingt hier die schnellste gerade. Oh, Grosjean. Aber ich fahre mir aber gerade eine Scheiße. Und nee, das war's, das reicht. Nein. Oh, Deka, oh, Akonte, oh, ho, ho. Oh. Wir fahren in die Box. Sergio Perez, Sechster. Oh, aber mein Teamkollege hat sie auf den sechsten Platz gefahren. Nicht? Okay. Ach, der Grosjean hat ihn gerade den sechsten Platz weggenommen. What? Yo. Erst blockiert er mich und dann und so was. Okay, achter Platz. WTF. Boah, ich bin nicht weit weg vom Hamilton. Boah. Okay. Geil. Was machen die beiden Ferraris? Sind die schon gefahren, oder? Vettel, nein. Bottas ist aber auch noch nicht gefahren. Der Reihe können ich schon. Der hat sich den fünften geholt. Schlecht. Naja gut, wir sind ja dann vor und dann ist dann noch die beiden. Gucken wir mal. Die Hemmelwurst hat meine Zeit geschlagen. What? Ja, ich sag ja, war ja auch nicht die beste Zeit. Oh. Ja, das ist das Problem, wenn man so ein schnelles Auto hat. Das ist wieder. Ja, wollen wir mal ins, zum Qualifying rübergehen jetzt so? Ja, warte, ich wollte nur mal schnell gucken, wo mein Teamkollege gelandet ist. Ach, der ist noch gar nicht gefahren. Alles klar, dann ist wurscht. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Qualifying wieder. Macht's gut. Ciao mit V.